Hallo Leute, ich bin's wieder, Lorna Zorro. Ich glaube, wir müssen die Tür noch mal machen. Ja, gut. Ja, da ist der Geist also. Der versteckt sich ja immer woanders. Leider. Sonst wäre es jetzt so leicht, auch irgendwie. Naja. Gut. Ja, ich habe gerade den dritten Part aufgenommen, beziehungsweise vorhin. Und zwar neu aufgenommen. Ja, weiß man ja, wenn man den dritten Part gesehen hat. Weil echt so ein Part gelöscht wurde und so weiter, das finde ich irgendwie scheiße. Naja. Wir können da hoch. Toll. Da hinten kann man nicht weiter, also gehen wir hier lang. Ja, super Weitsprung. Oh, nächste Tür, was ist das? Und dann wieder so ein böser Geister. Oder was das ist. Denn die Party der bösen Geister, vielleicht. Ja, yeah, eine LAN-Party der bösen Geister. Genau, auch böse Geister zocken gerne rum. Ich bin ein böser Geist, nein. Wir sind doch hier nicht bei Supernatural oder was das ist. Nein. Egal. Ich töte euch trotzdem alle. Denn ich habe viel Energie und so und bin unbesiegbar. Und sowas in der Art. Yay, 255, ist das nicht eine schöne Zahl? Naja, wenn man so viel Geld hat, schon. Ich hätte auch gerne 255 Euro in der im Portemonnaie drin. Auf dem Konto habe ich sowieso so viel, wenn nicht sogar mehr. Naja, sowieso mehr, aber egal. Ah ja, genau. Hier ist dann anscheinend noch so ein Ding. Noch so ein, nein, wow. Hoffentlich wurde das noch gewertet. Wow, 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 Herzi. Nein, Herzilein. Du musst nicht traurig sein. Glück kommt von ganz allein. Keine Ahnung, wie das weiterging. Ich kenne nur die erste Strophe. Falls es überhaupt noch mehr gibt. Naja. Und rein hier. Und nein, es gibt nicht nochmal so eine Scheiße, sondern es gibt hier einen Raum, in dem man nichts kann, außer sterben. Ist das nicht schade? Naja. Zumindest sind wir jetzt drin gewesen und wir waren drin gewesen. Ich rede mal wieder hessisch. Hessische Art von Redung. Und leider können wir nicht hoch, von daher ist es sinnlos. Und hier ist ein Heilungsbad. Wir hatten im letzten Part einen Feuerball gekauft. Ihr erinnert euch noch? Wenn ja, ist schön. Dieser Feuerball wird nun bald gezeigt werden. Ja. Jetzt nämlich. Ich liebe Heilungsbäder. Die sind cool. Dieser Feuerball macht alle unsere Attacken deutlich stärker. Und zwar sehr deutlich stärker. Und ich bin zu blöd, um... Ja, egal. Jedenfalls können wir damit, glaube ich, hier momentan in dieser Ebene alle Gegner mit einem Schlag bzw. einem Schuss töten. Ich habe jetzt jetzt noch nie irgendwie in diesem kurzen spoilerartigen Vorschau-Ding, was ich gesehen habe, noch nicht mehr gesehen. Das reicht mir aber. Aha. Manchmal schießt es auch durch Gegner durch. Das ist auch schön. Die Viecher hier sind noch schlimmer als die Oktopusse. Jo, ist cool. Ich muss immer wieder auf die Tastatur drücken, wenn ich self-staten will. Deswegen ist es ziemlich anspruchsvoll gerade. Naja, euch konnte ich sowieso schon immer mehr, schon immer töten. Und irgendwie geht das jetzt noch viel schneller als vorher. Naja, das ist gut. Die Pfeile fliegen auch irgendwie schneller, oder? Habe ich so das Gefühl. Vielleicht täuscht mich das auch. Aber ich finde, die fliegen deutlich schneller als vorher.
Oder liegt das nur an der, an den Feuerbällen, die sehr schnell drumherum wirbeln? Okay, dieser Gegner scheint noch zu stark für unsere Superpower zu sein. Oder ist einfach dumm. Scheiß Gegner. Was ist das? Nein, bloß nicht. Hey du Penner, du hast mir meine Superenergie gestohlen. Gib sie zurück. Sind das typische Katzen, Nami, die einem die Abilities klauen? Oder sowas in der Art? Was seid ihr? Seid ihr ein großer Kämpfer oder seid ihr... Scheiße! Ich will nicht! Vergesst das! Ich werde euch töten! Stehe! Du Scheißkatze! Oder was auch immer du bist! Ich hasse dich! Weil wegen Ability Clown oder was auch immer man hat. Ja, irgendwie scheint die dadurch... Die scheint die klauen zu können. Das ist natürlich ganz schlecht. Vor allem, sie gibt sie nicht wieder her, wenn sie sie einmal geklaut hat. Weil alle anderen Gegner, die uns angreifen können, das nämlich nicht. Okay, das heißt, wir müssen uns von diesen seltsamen Dieben in Acht nehmen. Und so. Und dann... Ja, egal. Irgendwas wollte ich sagen, ich hab's vergessen. Haha. Safe State. Du hast keine Katzen. Naja, Schneeland, jöööö. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert sich an Minecraft, da gibt es ja auch Schneewelten. Ja, manchmal zumindest. Ja. Ein völlig wahnsinniger. Jetzt sage ich das aber echt mal, sorry Rehawk, vor Verwendung ihrer Ausdruck für sowas, aber ich bin ja immerhin ein Schüler, hast du selber gesagt. Nee, zumindest soll ich denn Schüler werden oder sowas, egal. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch krank. Was ist das für ein Monster? Was bist du? Wer auch immer du bist. Okay, dieses Vieh können wir jedenfalls nicht einfach so. Das ist so eine Art, quasi von der Power her dieselbe Stufe wie die Sensenmänner, alias Agro-Zwerge. Oder auch nicht, weil jetzt war das irgendwie nicht so. Zumindest kam er mir ziemlich schwach nicht mehr vor. Naja. Oh. Nee, das ist schon ein ziemlich starker. Was? Nochmal. Und stirbt. Dein Herz bringt mir jetzt auch nichts mehr. Zum Glück bleibt der Feuerball ewig, es sei denn, die blöden Katzen klauen sie uns. Was ist das? Ah, das ist diese coole. Hehe. Natürlich, wir wollen was. Ist nur die Frage, was? Wollen wir lieber einen extra Trank, der uns nochmal aufhält? Eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Ich hole mir so ein übelstes Fass. Wieso kann ich mir das nicht kaufen? Du dämlicher Penner. Hey, verkauf mir das. Ja, das verkaufst du mir natürlich. Ist klar.
Aber das fette Fass nicht. Das auch. Ja, und mit so jemandem soll ich noch Geschäfte machen? Vergiss es, du Penner. Guckt mal bei euch, falls ihr das irgendwann Lust habt zu zocken, ob der euch das verkauft. Aber mir verkauft das irgendwie nicht. Und bestraft ihn dafür, was ich nicht getan habe, weil ich nicht konnte. Naja, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht sagen. Denn ich kann alles, was möglich ist. Oder auch nicht. Doch, ich kann mit Pfeilen schießen, um die Feuerbälle sind. Das müsst ihr erstmal nachmachen, ja. Doch, das war eine der wenigen äußerlichen Veränderungen jetzt, außer der Farb... Also die einzige äußerliche Veränderung, außer jetzt die Farbänderung bei Pit. Die Farbänderungen an sich so... Gut, sind natürlich noch was Eigenes. Aber ansonsten ist es die einzige äußerliche Veränderung im Upgraden jetzt und so. Und vor allem das einzig wirklich Bewegende an Pit. Guck, Pit steht ja eigentlich immer nur so. Außer wenn er springt und so. Ah, ich bin runtergefallen. Nein. Das schaff ich aber. Ha! Haha! Naja. Juhu! Inseln des Todes, auf denen man stehen kann. Obwohl sie in der Luft schweben, das ist unlogisch. Naja. Den krieg ich noch. Ich schaff alles, denn ich bin der Mann, der alles kann. Hey, hör mir zu. Ich bin tausendmal schlechter als du, denn ich scherbe. Und du nicht. Oder auch. Das weiß man nicht so genau. Je nachdem, wer gut ist, aber... Wahrscheinlich stirbst du auch, weil, naja. Es ist erstaunlich, wie gut Lieder manchmal zu meinen Let's Plays passen. Oder auch nicht. Naja. Zum Beispiel zu diesen, Mundi-Viechern. Ich nenne die jetzt einfach so. Ki-Adi-Mundi, haha, falls ihr ihn kennt aus Star Wars. Das ist einer der wenigen, obwohl einer der vielen. Deren Namen ich mir immer gemerkt habe, überflüssigerweise. Naja. Und wieso haben wir bald keine Energie mehr? Das freut mich überhaupt nicht. Wir haben so viel Geld und haben uns nichts gekauft. Naja. Vielleicht spart man ja auch mal. Vielleicht hat man auch keine Lust, sich etwas zu kaufen, was Energie wiederherstellt. Oh, 800, genau, yay! Lasst uns über Star Wars reden, nicht. So, wir haben also diesen Feuerball, der irgendwie genauso animiert ist wie der Feuerball aus Mario Brothers. Und wir können auch geradeaus laufen, was ich auch schön finde. Ist man vielleicht gerade kleiner geworden oder was? Das sah irgendwie so aus. Naja, gut, dann laufe ich nochmal den ganzen Schnee lang, den hier lang. Ich will das scheiß Schneeland heute noch abschließen, Kumpels. Cool, in der Luft kann man seinen Sprungdingens da kaum ändern. Ist nicht cool. Oh. Bin ich irgendwie dumm oder was? kommt mir gerade ein bisschen dumm vor, weil wegen nicht aufpassen, wo man hinspringt und so. Nein, ja gut. Ich weiß nicht, warum ich alte Spiele so toll finde. Entweder wegen der coolen Musik oder wegen anderen Dingen, die ich selber nicht weiß. Yay, endlich! Und jetzt bitte verkauf mir das scheiß Fass. Danke. Du willst es wohl nicht anders. Du dämlicher Penner! Ich hasse dich. Dann hole ich mir halt Energie. Beziehungsweise Trank, der automatisch eingesetzt wird, wenn... Ja, werdet ihr sehen. Falls ich das noch nicht gezeigt habe, ich weiß es nicht mehr. Man vergisst so viel in der Zeit. Man wird alt. Ich werde zwar bald erst 15, aber egal, ich bin schon alt. Yay. Ah.
Ich weiß, ich klinge wahrscheinlich nicht ganz wie 14. Das ist mir aber sowas von scheißegal. Weil es weitergeht. Ayo. Oder oh Junge, je nachdem. Ja, der Hintergrund ist voll blau, erschreckend. Ja, blau-weiß. Ja! Habe ich gerade ja gesagt? Was war das? Boah, die blöden Runterfallviecher. Obwohl blöd, die bringt viel Kohle, das finde ich cool. Ich mag die Uhr nicht mehr. Kann ich hier mein Sales-Set machen und den Part beenden? Das wäre vielleicht mal ganz nett. Was ist das? Stirbt man daran? Oh ja, stirbt man. Das ist eine Dornenranke, das finde ich cool. Ah, tot. Wieso hatte ich noch so viel Energie? Ach ja, wegen dem Trank. Stimmt, der Trank wurde jetzt eingesetzt. Okay, interessant. Lasst uns sterben. Nein, hallo. Ich bin Launa seit Zorro. Ciao. Bis zum nächsten Part von Let's Play Kid Icarus. Ciao.